Die Frankfurter Buchmesse ist die größte Buchmesse der Welt. Knapp eine halbe Million Bücher sind auf dem Branchentreffen der Verlage, Autoren und Agenten zu finden. Also es scheint gut zu laufen, auch für Schafe, hier auf der Frankfurter Buchmesse. Es ist natürlich Nachhaltigkeit, ist ein Thema. Nachhaltigkeit ist natürlich auch bei Schafen ein Thema. Das Schaf liefert Rohstoffe, die nachhaltig zu nutzen sind. Bei guter Fütterung gibt es ab und zu eine schöne Wolle. Sieht ja gerade relativ frisch rasiert aus. Ah, ja, so genau wollten wir es vielleicht gar nicht wissen. Am Buchmarktstand findet wie letztes Jahr ein Autorentreffen mit anschließendem Fotoshooting statt. Denn in Frankfurt ist einiges an Prominenz vertreten. Ehrengast der diesjährigen Buchmesse ist China. Das Reich der Mitte ist in puncto Literatur noch terra incognita. Die Messe will hier Brücken schlagen und neue Impulse geben. Sehen Sie China als zukünftigen Markt auch für Ihren Verlag? Oh, selbstverständlich. Das ist... Wir verkaufen relativ viele Eichbaum-Bücher sowieso in den asiatischen Raum ganz allgemein. Und was den Lizenzbereich angeht, und selbstverständlich ist China ein unendlicher Markt, wenn man sich nur mal vorstellt, wie groß dort die Bevölkerung ist. Egal wie klein der Prozentsatz der lesenden Bevölkerung ist, das ist um ein Vielfaches mehr, als wir uns hier nur erträumen können. Also wir haben natürlich, was das Shanghai-Buch betrifft, auch interessanterweise Interessen aus China. Wir bemühen uns darum, auch das Buch nach China zu bringen. Aber ich glaube schon, dass China auch für uns ein interessanter Markt sein kann. Das hängt natürlich auch mit der Öffnung des Landes zusammen. Die ist fortgeschritten, aber noch nicht so weit, dass wir zum Beispiel einen Weltatlas in China drucken könnten, der Taiwan als eigenes Land darstellt. Das lehnen sie ab, so weit sind wir denn noch nicht. Aber für touristische Titel, Reiseführer, Bildbände sehen wir dadurch auch einen Markt. Natürlich würde ich mich freuen, wenn eines Tages auch die Chinesen meine Bücher lesen. Wobei, ich sag mal, so vermessen bin ich nicht zu glauben, dass das jetzt das eine Buch ist, auf das China seit Generationen wartet. Ich habe sehr wenig Einblick, muss ich sagen, in die chinesische Kultur. Leider Gottes kenne ich mich da nicht besonders gut aus. Aber natürlich merkt man schon, wie bedeutend China ist. Das erlebe ich als Unternehmensberater natürlich bei meinen Kunden jeden Tag. Und ich glaube aber auch umgekehrt. Man kann ja immer darüber streiten, ob so ein Land wie China auf der Buchmesse so gefeiert werden sollte, mit den eingeschränkten Rechten, die es dort zweifelsohne gibt. Ich glaube aber, dass ein Stück weit das auch dazu führen wird, und das merkt man ja auch in einigen Gesprächen, die man so hört, dass die Kultur sich öffnet. Ja. Und dass das Anerkennen der chinesischen Kultur durch uns letzten Endes auch ein Stück weit dazu führt, dass sich die chinesische Kultur etwas freier entwickeln kann. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob es wirklich so kommt, aber ich habe schon den Eindruck, dass das, was China am meisten öffnet, letzten Endes diese Akzeptanz ist und dieser Austausch. Danke Buchmesse, dass es dich gibt und dass es hier Bücher gibt. Mein erstes Interview mit dem Schaf und ja, ich kann nur sagen, da wünsche ich noch viel Spaß auf der Messe und schöne Augen hast du. Ja. Dann war es das von meiner Seite. Danke.